Hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute auf meinem Kanal gibt es wieder ein Basic-Video. Ich zeige euch, wir testen was. So Basic-Dinger wie zum Beispiel jetzt heute mal Werkzeug. Ich habe hier meine Lückennadeln liegen und habe aber auch meine Knit-Pro-Nadeln mit dabei. Mit ganz viel Katzenhaaren, ne? Weil wir ja testen wollen, ob die Seil kombinierbar sind. Ja, genau. Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Also ich habe hier das Lücke-Nadelsystem. Das habe ich schon eine ganze Weile. Ist offen. So, ich habe nichts verloren. Ja, das ist tatsächlich das Set. Damit stricke ich am meisten. Das sind meine Nadeln. Ich liebe sie. Keine Ahnung. Ich habe sehr viele Nadeln und sehr viele schon ausprobiert und getestet und an Lücke bin ich einfach hängen geblieben. Das wisst ihr auch, wenn ihr meinen Podcast verfolgt, wenn ich da über Stricken, erzähle, dann seht ihr da auch immer die Lückennadel. Ich erzähle ja immer selten über Stricken. Ich bin ja eher die Häkeltante, aber wenn es um Stricken geht, dann sind es die Nadeln. Genau, als Seil, ich hoffe, ich habe jetzt auch nur Lücke-Seil dabei. Ich muss mal kurz gucken. Also erstmal brauchen wir diese Teilchen gleich. Und die hier sind ja selbsterklärend. Ich weiß nicht, ob ich die euch noch mal kurz zeige. Wenn wir schon mal dabei sind, mal gucken, wie viel Zeit ich habe, wann die Kundin kommt. Und dann habe ich ganz viele Nadeln jetzt mit dabei. Also in dieser Tasche sind jetzt nicht nur die Nadeln, die da drinnen gehören. Ich habe mir einfach ganz viele geschnappt. Wie gesagt, ich besitze sehr viele Nadeln, auch sehr viele Nadelsysteme, weil ich eben auch sehr viel getestet habe und ausprobiere. Das hier ist zum Beispiel ein Nadelsystem von Knit Pro. Steht ja da unten. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Ist halt ein bisschen schwierig zu zeigen alles. Ne? Ein kleines Nadelsystem, was auch ein bisschen besser ist, finde ich, weil hier nicht gleich 15 Nadeln drin sind und vor allen Dingen von diesen großen Nadeln nicht so viel drin ist, weil arbeite ich sehr selten mit. Möchte ich aber auch mal ändern. Ich möchte mal gerne auch mit großen Nadeln arbeiten. Aber dazu kommen wir später. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt mal hier so eine Nadel rausnehme, haben wir bei beiden dieses Schraubsystem, ne? Da. Genau. Und das wollen wir ja austesten. Ich lasse mir mal beiseite liegen. So, da haben wir das ganze Set, was bei den Knit Pro Nadeln mit da drin ist. Das ist jetzt eigentlich so meine Tasche, die benutze ich ganz viel auf Reisen. Da tue ich meine Häkel und meine Nähsachen rein. Da passt alles rein und ich habe bloß eine Tasche dabei und kann alles Mögliche machen, was ich möchte auf Reisen. Genau. So, ich habe hier einmal so ein Lücke-Seil und achtung, ich teste mal. Ich habe die halt nicht, ich lasse die da in die Tüte drinnen, ne? Das ist eben, dann knistert das jetzt eben hier mal ein bisschen. So, und wenn wir schon mal dabei sind, das hier ist dasselbe wie auch beim Knit Pro drinnen ist. Das sind dieselben Dinger. Die schraubst du hier unten dran. Und guck mal, das Teil von Knit Pro und das Seil von Lücke funktionieren also schon mal. Das funktioniert schon mal. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist ja das, wie ihr die Nadeln festkriegt. Dazu braucht ihr dieses Teil. Das ist immer dabei bei den Nadeln. Und ja, ich nehme jetzt einmal das Lücke-Seil und die Knit Pro Nadel und verbinde das Ganze. Wichtig ist, ich fasse nur an den Metalldingern an und drehe. Ne? Ich drehe nicht hier und ich drehe auch nicht hier. Metallteile drehen. Und wenn ich das hier festgedreht habe, dann sind hier so Löcher drin. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber da sind Löcher
Und da könnt ihr das da reinstecken. Seht ihr das? Und dann fixiert man das, wichtig, nicht hier an der Nadel, sondern hier an dem Metallding. Weil wenn euch da was kaputt geht, habt ihr keine Versicherung, ihr könnt die Nadel nicht umtauschen. Wenn ihr das immer da macht und dann geht was kaputt, habt ihr Garantie und könnt das austauschen. So, jetzt haben wir hier an den drehbaren Seilen von Lücke eine Nitpro-Nadel. Hey! Und genauso, ich lasse das jetzt mal dran, funktioniert das bestimmt auch mit dem Nitpro-Seil und der Lückennadel. Yay! Ja, das funktioniert. Guck mal, was habe ich gemacht? Ich habe was falsch gemacht, ne? Ich habe daran gedreht. Ich sag die ganze Zeit am Metall anfassen und mach selber verkehrt. In das Loch hinein und festmachen. So, und jetzt könnt ihr damit stricken und stricken, wie ihr wollt. Und wenn ihr es aufmacht, wieder da rein und aufdrehen. Das funktioniert halt wie so ein kleiner Hebel und dann könnt ihr die Nadel wieder ablösen. Also Nitpro und Lücke ist schon mal kombinierbar. Ich wäre ja nicht, ich mache ja hier kein Video, weil ich hier nur zwei Nadeln testen will. Ich habe auch die Nadeln von Pony mit dabei. Die Nadeln sind ein bisschen blöder, weil du hast dieses zum Festziehen nicht, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass Ponynadeln blöd sind, sondern dass du eben hier nicht die Chance hast, nur am Metall zu Metall anzupassen. So, jetzt habe ich hier das Seil von Pony und mache hier einmal die Nadel von Nitpro. Funktioniert nicht, ich drehe ewig. Also Pony und Nitpro sind jetzt nicht kombinierbar. Pony und Lücke sind kombinierbar. Hey! Das hält, ne? Okay, super. Also Lücke und Pony Nadel Kabelverbinder funktionieren also auch. Mit Nitpro nicht, aber mit Lücke könnt ihr die Ponynadeln auch verbinden. So, wenn wir die Ponynadeln haben, habe ich hier aber noch die Haier rumliegen. Machen wir mal das hier beiseite. Die Haier. Auch hier brauche ich erstmal was zum Öffnen. Ist zu fest. Gehe ich einmal rein und öffne das. Schraube einmal die Nadel ab von Haier. Habe hier das Haier-Haier-Seil, nehme die Nitpro-Nadel und das geht nicht, weil das sieht man schon. Wir haben nämlich das Gewinde an der Nadel. Wir können jetzt die Nadeln miteinander verbinden, wa? Okay, also darum wollte ich das jetzt mal austesten, falls ihr nur Haier-Haier-Nadeln habt. Die könnt ihr nicht verbinden. Die haben das Gewinde an der Nadel und ja. Aber das wollte ich eben mal getestet haben für euch. Und jetzt wisst ihr das. Ich habe auch noch mal andere Nadeln dabei. Oh, ja, ich habe auch schon alles durcheinander, ne? Hier sind die Prim mit Pro Prim Nadeln mit einem Seil von Knit and Pure Nadeln und hier auch dasselbe. Es sind ja Knit Pros, sollte das funktionieren. Also ich kombiniere immer meine Nadelsysteme, weil ich habe ja auch viel Knit Pro, ne? Funktioniert. Erstens wieder auf das Ganze. Und das waren die Knit and Pure. Und irgendwo habe ich noch die Prim. Hier sind die Prim. Also das Prim-Seil und die Knit and Pure Nadel.
Ich mit meinen Nadeln. Und da wollen wir auch die Lücke nochmal ausprobieren. Und dann seht ihr, dass alle Nadelsysteme von Lücke sind eigentlich gleich und können benutzt werden. Ich habe jetzt drei unterschiedliche verwendet. Ein neues, ja, und ein altes und keine Ahnung, das andere ist auch schon alt. Genau, also ihr wisst jetzt, wie das hier funktioniert mit den Nadelsystemen. Und ihr wisst jetzt, wenn ihr eine Nadelsystem habt von Nitpro mit den Kabeln, dann könnt ihr das zusammen kombinieren. Wenn ihr jetzt nur Haier habt, könnt ihr das nicht kombinieren. Also ihr könnt jetzt in den Shops euch einzelne Nadeln kaufen. Ihr müsst euch nicht das Nadelsystem, es gibt ja auch die einzelnen Nadeln, kaufen und wisst, ihr könnt das kombinieren mit den anderen Nadelverbindern. Genau. Gut. Das war alles das, was wir testen wollten und ausprobieren wollten. Und das hat ja alles super funktioniert. Irgendwas ist runtergefallen. Okay. Und ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, war sehr informativ. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt zu irgendwelchen Systemen, wie das funktioniert oder gemacht wird, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann gucke ich mal, ob ich dazu nochmal auch ein Basic-Video drehe. Jetzt haben wir das hier angeguckt. Das sind so die Nadelsysteme, die ich besitze. Lücke, Nitpro. Nitpro besitze ich, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Nadelsysteme. Ich glaube 3. Das lilane, das rote und das braune. 3. Ja, genau. Und die Ponynadeln, da habe ich so ein kleines Probedings mal gehabt. Genau. Da besitze ich eigentlich kein richtiges System von. Genau. Also, und natürlich Haier besitze ich auch ein System von, weil das war meine erste Nadeln, die ich gekauft habe. Da habe ich mich influenzen lassen und deswegen besitze ich davon eins. Das war aber ganz gut, so konnte ich mir das mal austesten und wissen, das funktioniert nicht. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer ein Däumchen und ein Kommentar und lasst mir ein Abo da. Vergesst nicht zu abonnieren, ich bringe fast jeden Tag ein Video raus. Oh mein Gott. Ja, also wenn euch die Videos gefallen, macht euch bemerkbar. Da freue ich mich drüber. Ihr kriegt auch meistens eine Reaktion von mir. Und ansonsten, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.